Das wohl wichtigste Ergebnis ist, dass es in Zukunft eine Impfpflicht geben wird. Eine Impfpflicht, die uns dann den Weg aus der Pandemie zeigt. Ja, Grundvoraussetzung, dass ich zugestimmt habe zu diesem Lockdown, war die Vereinbarung der Impfverpflichtung, dass wir diese Impfverpflichtung auch tatsächlich zustande bringen und dass alle politischen Parteien am Tisch, sprich ÖVP, SPÖ und Grüne, dem auch zustimmen. Die Ungeimpften sind zu einer wahnsinnigen Belastung der Geimpften geworden und vor allem die Geimpften wollen es nicht mehr mittragen, diese Unvernunft, sage ich jetzt einmal, zu akzeptieren, wo ihre Freiheit eingeschränkt wird. Und deswegen war das eine Notwendigkeit. Das heißt, aus der Unvernunft einiger, die sich nicht impfen lassen, wurde die Impfpflicht wichtig und notwendig. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch andere Staaten diesem Beispiel folgen wollen, weil das die einzige Garantie ist, aus der Pandemie herauszukommen. Ja, klar ist, dass natürlich eine Impfpflicht ein Einschnitt ist in die Freiheitsrechte jedes Einzelnen. Aber da gilt es natürlich immer abzuwägen, welche Verantwortung hat der Staat. Das heißt, dieser Einschnitt ist verfassungsrechtlich möglich und vor allem rechtlich okay. Und gerade Herr Bundeskanzler und ich haben uns gerade überzeugt, wie Kinder tapfer sind und wie sie das mit einer Begeisterung machen. Eine Mama hat uns erzählt, ja, den ganzen Tag gestern hat ihre Tochter davon gesprochen, dass sie Gott sei Dank endlich die Impfung bekommt, dass sie vor allem auch zu ihrer Oma gehen kann und dass sie wieder unbekümmert auch das Leben genießen kann. Also es sind eigentlich schöne Momente, die man auch in der Politik erlebt, wo Menschen einfach diese Schutzimpfung als Befreiung ansehen und vor allem Kinder ein unglaublich schönes Lächeln im Gesicht haben, weil sie wieder mit anderen Kindern spielen können.